Diese Ninja 650, die lässt sich so leicht bedienen, fährt sich so gut. Alles geht einfach vonstatten. Das haben wir auch bei der Präsentation auf Ibiza gesehen, der aktuellen Modelle. Da haben wir das schon gehört von vielen Journalisten. Mehr Motorrad braucht man eigentlich nicht auf kurvenreichen Straßen. Die extremen Supersportler sind nur eine Facette der Ninja-Reihe von Kawasaki. Daneben gibt es auch Motorräder, die mehr auf Touren ausgelegt sind. Allen voran die Ninja H2SX, die Ninja 1000 SX, aber auch für den Einsteiger- und Mittelklassebereich diese Ninja 650. Der Motor leistet 68 PS bei 8500 Umdrehungen pro Minute. Ist quasi die zweite Motorengeneration nach der ES6N. Dieses Motorrad gibt es auch in einer 35 kW, sprich 48 PS Version. Damit wird es A2-Führerschein tauglich und damit ist perfekt für Fahransteiger geeignet. Die können dann später entdrosselt werden auf die volle Leistung von 68 PS. Das passiert per Software beim Händler. Eine Ninja wie gemalt, oder? Und zudem äußerst komfortabel. Das erkennt man an der bequemen Lenkerposition. Noch dazu hat das Motorrad für Modelljahr 2023 eine Traktionskontrolle hinzubekommen, die das Fahren unter widrigen Witterungsbedingungen noch sicherer macht. Wir haben die Traktionskontrolle jetzt auf 2 stehen. Das heißt, die greift hier noch stärker ein. Das ist also die stärkste Eingriffsstufe. Die ist für solche Bedingungen und noch schlechtere Bedingungen perfekt geeignet. Ich fahre jetzt hier im vierten Gang. Das ist total klasse. Das reicht komplett aus. Und dann nicht im zweiten oder dritten fahren. Vierter Gang. Und das Handling ist super. Hält keine Überraschung bereit. Das ist extrem wichtig, dass man sich wohlfühlt. Gerade wenn der Untergrund nicht ganz so griffig ist. Unter der Verkleidung der Ninja verbirgt sich ein Gitterrohrrahmen. Der hilft, das Gewicht auf 193 Kilogramm fahrfertig zu senken. Damit kann man einen schön beschwingten Kurvenswing fahren. Mit dazu beitragen auch die Doppelscheibenbremse vorne und die Einscheibenbremse hinten. Das TFT-Display ist mit dem der Z650 identisch. Das heißt, auch hier könnt ihr euch mit eurem Smartphone verbinden. Und je nach Vorliebe habt ihr die Wahl zwischen Standard, Sport und Tourer-Version. Ah, das ist wunderbar, wie die hier um die Ecken schwenkt. Das macht es so einfach, das Motorrad. Es folgt genau der eingeschlagenen Linie. Das zeugt davon, dass das Fahrwerk perfekt austariert ist. Und auch die Reifen auf diesem Motorrad, die Serienbereifung, super funktioniert und keine Überraschungen bereithält. Eine Wucht ist auch die Schaltbarkeit des Getriebes. Das geht so butterweich. Und wie gesagt, mit der Assistant Slipper Clutch ist jeder Schaltvorgang einfach eine Freude. Beide der Handhebel justierbar auf die jeweilige Fingerlänge. Die Ninja 650 gibt es in der Kawasaki Racing Team Lackierung, wie sie hier steht, in Lime Green. Wer es etwas dezenter mag, für den gibt es auch eine Variante in Mattschwarz. Wer dieses Motorrad mal Probe fahren möchte, anschauen möchte, der sollte zum Kawasaki Vertragspartner gehen oder eben sich bei der Kawasaki Roadshow einbuchen unter kawasaki-roadshow.de. Dort halten wir für euch eine 35 Kilowatt Version startbereit.